Moin Moin und damit willkommen zu einem Spezial. Und zwar wollte ich diesen Monat mitmachen bei der RPG A Day 2018 Challenge. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es eine Challenge ist. Es geht zumindest darum, dass die Blogger und Vlogger und die ganze RPG-Szene sich vereint, miteinander ja, in Kommunikation tritt, so ein bisschen Werbung für sich gegenseitig macht und das dann eben alles unter dem Hashtag RPG A Day 2018. Das heißt, wenn ihr bei Twitter seid, schaut da mal rein. Es nehmen auf alle Fälle eine ganze Menge teil. Ich möchte hier auch gleich zu Anfang ein bisschen Werbung machen für die anderen Channels und Blogs, vor allem dann Zu und Claudine. Bei denen hatte ich das als erstes gesehen über Twitter. Die werden da wohl mitmachen und dann ebenso wie ich einmal pro Woche die Fragen beantworten, zumindest jetzt hier in diesem August. Unter anderem werden sich da noch andere Leute anschließen, zum Beispiel der gute Mischka, der will wohl auch wieder mit dabei sein. Jamira und Hotney, beziehungsweise Katze und Wolf werden sie bei Twitter dann heißen. Und die Alrik sind wohl auch dabei. Ich weiß nicht, ob sich noch jemand anschließt. Ich will es zumindest hoffen. Das ist jetzt erstmal die Rückmeldung, die ich über Twitter bekommen habe. Ansonsten sei bei den Blogs erwähnt, den von Michael Jägers. Den kennt ihr ja auch schon. Den erwähne ich das ein oder andere Mal bei mir. Der hat die Fragen für euch auch übersetzt. Das heißt, wenn ihr mitmachen wollt, einfach entweder täglich eine Frage beantworten oder einmal im Monat oder einmal in der Woche. Ich glaube, einmal pro Woche ist okay. Bei Twitter kann man aber eben auch jeden Tag mal so einen Tweet raushauen. Das ist auch völlig okay. Das habe ich letztes Jahr gemacht. Dieses Jahr mache ich es mit einem Video. Ansonsten, Trotzflocke macht bei Twitter noch mit und Lena vom Xelodon-Spiegel. Also einfach mal Ausschau halten, wenn ihr unter diesem Tweet mal nachseht oder unter diesem Hashtag. Ich würde mich zumindest sehr freuen. Wir fangen an mit Woche 1. Ja, die erste Frage. Was liebe ich an RPGs, an Rollenspiel, beziehungsweise auch Pen and Paper? Ja, was liebe ich daran? Ich freue mich immer, wenn ich mich in eine gut durchdachte Welt reindenken kann. Wie würde ich mich in dieser Welt bewegen? Wie wäre das da so zu leben? Vor allem, was wäre ich dann für ein Charakter? Also, wenn ich in so einer, weiß ich nicht, mittelalterlichen Welt aufwachse oder in einer apokalyptischen Welt, wie würde ich mich da verändern? Das ist natürlich besonders spannend, wenn man da mal abspeichern kann und guckt, wie würde ich mich so entwickeln? Das würde ich gerne mal ausprobieren. Und diese RPGs helfen eben, dass man sich da so vielleicht ein bisschen reindenken kann. Das finde ich eben unglaublich toll. Wo würde ich wohnen wollen, wenn ich mir das aussuchen kann? Ist das natürlich ziemlich einfach. Wie erfolgreich wäre ich? Also dieses Reindenken in diese Welt, das gefällt mir besonders. Ja, worauf schaue ich besonders bei einem Rollenspiel? Da sind mir unter anderem auch die Regeln wichtig. Ich hatte die Welt eben erwähnt, die Welt muss irgendwie stimmig sein. Aber eben auch, vor allem geht es mir darum, dass die Regeln einfach zu lernen sind. Dass es aber auch sowas wie eine Charakterentwicklung gibt. Mir geht es erstmal darum, dass man einfach in diese Welt reinkommt, in diese Regeln reinkommt. Es darf dann auch gerne ein bisschen schwerer zu meistern sein, aber ich will nicht erstmal ein 300-seitiges Buch lesen, ein 300-seitiges Regelwerk, bevor ich dann anfangen kann. Also das ist mir eben besonders wichtig. Gerne auch mal mit Schnellstarter. Und zusammen mit diesen Schnellstartern schaue ich auch also unglaublich gerne dann mal in ein neues System rein oder auf einer Convention lerne ich auch gerne mal ein neues System kennen, wenn das eben in 10 Minuten erklärt ist. Ich will nicht erst 2 Stunden da sitzen, bevor ich dann die Welt kenne. Also, wenn das irgendjemand von Verlagen sieht, bringt mir Schnellstarter raus. Das hilft zumindest mir und ich glaube auch den anderen. Was gibt in einem Rollenspiel die Staying Power? Also, warum bleibe ich da am Ball? Michael hat das übersetzt mit Durchhaltevermögen. Und ja, das habe ich ja eben auch schon gesagt. Es geht um die Charakterentwicklung, um die Weiterentwicklung. Das ist jetzt gar nicht mal so sehr verknüpft an Experience Points. Also, so Abenteuerpunkte oder Erfahrungspunkte, wie sie im Allgemeinen heißen, sondern ich möchte wissen, wie geht es mit diesem Charakter weiter? Wie entwickelt er sich? Wie geht er in verschiedenen Situationen drauf ein und wie wird er auch geformt durch seine Umgebung? Wenn er meinetwegen als Bauer anfängt, wie wird aus dem Bauer der Ritter? Also durch welche Aktion, durch welche Geschichten wird er dadurch geformt? Wie verändert er sich? Also, wer mit einem Ritter reingeht und mit
mit einem Ritter rauskommt, sowas finde ich nicht spannend. Wer als Ritter reingeht, kann auch gerne mal am Schluss auch als Bauer enden. Und auch solche Geschichten, wie man dann absteigt, auch das finde ich besonders interessant und spannend. Also, wenn sich die Charaktere verändern und entwickeln und nicht einfach so bleiben, wie sie am Anfang gebaut worden sind, das finde ich spannend. Und das sollte ein gutes Rollenspiel haben, abgebildet dann eben durch Setting, aber eben auch durch die Regeln. Most memorable NPC, also denjenigen NPC, der mir am erinnerungswürdigsten erscheint. Da musste ich ein bisschen überlegen. Ich nehme einfach mal Belharion Minning aus meiner eigenen Kampagne, die ich leite, denn da gab es ja mittlerweile zwei Begegnungen. Die erste allerdings hat mich besonders fasziniert. Das war ja dieser kleine Einbruch in die Feste der Bluttempler von Boran. Und da haben wir die Runde nur mit zwei Leuten gespielt, aber das war so ein Moment, wo ich dachte immer, an diese Szene erinnere ich mich gerne zurück. Das war rundum gelungen, der Abend. Da haben die Spieler eben auch gesagt, die beiden, die anwesend waren. Und das hat eine sehr denkwürdige Szene geschaffen, die dann eben auch den Ritter sehr verändert hat. Das war zwar nicht mein Spielercharakter, aber ich gucke auch gerne zu, wie sich andere Charaktere, also die Spielercharaktere, die dann unter mir spielen, wenn ich das mal so sage, wie sich die verändern eben durch die Geschichten. Und das war ein sehr einschneidender Moment. Einschneidend im wahrsten Sinne des Wortes. Favorite recurring NPC, beziehungsweise der am meisten oder bevorzugsten wiederkehrende Nichtspielercharakter. Das ist wahrscheinlich Dexter Nimrod. Dexter Nimrod, für diejenigen, die es nicht wissen, der Chef einer Geheimorganisation, eines Agentenbundes bei DSA, bei dem Schwarzen Auge, und der kommt bei uns in der Kampagne relativ häufig vor. Immer dann, wenn man es nicht erwartet oder immer dann, wenn man ihn auch braucht und hilft den Charakteren, oder gibt ihnen einen neuen Auftrag. Es ist gar nicht so sehr, dass er als Hand of God dann erscheint und dann die Charaktere rettet. Es ist vor allem eben so, dass er einen neuen speziellen Auftrag gibt, der dann den Stein ins Rollen bringt, und danach passieren eben die ganz, ganz großen Dinger. Und der ist das ein oder andere Mal bei uns vorgekommen und er wird auch wieder vorkommen. Und ich werde ihn schmerzlich vermissen, wenn er dann irgendwann weg sein sollte. Ja, das war Woche 1, das waren die ersten 5 Fragen, und in Woche 2 geht es dann weiter mit dem Wie. Ich werde unten in die Beschreibung noch ein paar Links packen. Ich habe gesagt, ich mache ein bisschen Werbung für die anderen YouTuber, für die anderen Blogs. Schaut bitte auch bei Twitter rein. Nicht jeder hat Twitter, natürlich nicht, aber wer da gerne mal stöbern will, da gibt es sicherlich eine ganze Menge zu entdecken. Also ich würde mich zumindest freuen. Bis dann, ich bin fertig. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.